In diesem Video zeige ich euch, wie ich mir zu Hause ganz alleine meine durchsichtige Gummikette wechsle. Aber ich mache dies nur, weil sich diese durchsichtige Gummikette viel, viel schneller verfärbt als diese normalen farbigen Gummis. Und ich nicht jeden zweiten Tag zum Kieferorthopäden rennen will, weil ich Spaghetti oder Curry gegessen habe. Also falls ihr das mal nachmacht, bitte seid vorsichtig und verletzt euch nicht. Zum Abmachen der Gummikette nehme ich mir da so einen spitzen Gegenstand zu Hilfe. Und teilweise lässt sich die Gummikette sogar mit Fingern abziehen, wie man hier schön sehen kann. Und hier sieht man auch schön den Unterschied zwischen der gebrauchten und der neuen Gummikette. Dann ist es ganz wichtig, sich so eine Moskitozange zu besorgen. Die gibt es bei Amazon, kostet 5 bis maximal 10 Euro. Die verlinke ich euch natürlich. Und dann mache ich das so, dass ich jeweils zwischen den zwei einzelnen Ringen mit der Zange reingreife. Und hier geht's auch schon los. Bitte bedenkt, dass es eine richtige Qual war, dieses Video zu filmen. Mich im Spiegel zu sehen, was ich tue und gleichzeitig darauf zu achten, dass die Kamera alles einfängt. Puh, das war ein Akt. Deswegen kann es durchaus passieren, dass man meine hinteren Backenzähne nicht so gut erkennen kann, die vorderen dafür aber umso besser. Und genauso wie bei den normalen Gummis ist es auch hier ganz wichtig, sich den Finger jeweils zur Hilfe zu nehmen. Das verhindert einfach, dass das Gummi wieder vom Bracket abrutscht. Zwischendurch ziehe ich auch mal an der Gummikette, um sie sozusagen wieder auf Kurs zu bringen. Aber wenn ihr dies tut, zieht bitte nicht allzu stark, denn die Gummikette reißt ziemlich leicht und dann müsst ihr wieder von vorne anfangen. Genauso wie bei den normalen Gummis ist es auch hier ganz wichtig, sich den Finger jeweils zur Hilfe zu nehmen. Das verhindert einfach, dass das Gummi oder die Gummikette wieder vom Bracket abrutscht. Ja, und hier hinten wird es wieder tricky, tricky. Verrenkungsübungen vom Allerfeinsten gibt es jetzt hier. Und fertig ist das Kettenwerk. Falls ihr aber keine Gummikette habt, sondern ganz einfache Zahnspangengummis, könnt ihr euch gerne dieses Video anschauen oder auch dieses hier mit den 5 Dingen, die dir keiner sagt, bevor du eine Zahnspange bekommst.